Wegen für Fußfaule. Also, wie bereits erwähnt, haben wir, um jetzt nochmal kurz auszuholen, verschiedene Stadtspaziergänge, Wien für Terroristen, Wien für Fundis, Wien für Verlierer, Wien für Zombies, in dem Buch vorgestellt. Hier eines für Fußfaule. Wiener Flair ohne das Hotelzimmer zu verlassen. Wie soll das gehen? Ganz einfach. Wir schicken einen Hotelpagen in die nächstgelegene Buchhandlung und lassen uns einige Klassiker der Wien-Literatur bringen. Zunächst blättern wir im Stück Heldenplatz von Thomas Bernhard. Das endlose Gemecker des Robert Schuster über das alte Nazi-Österreich geht uns allerdings sofort auf den Geist. Es riecht nach Stiegenhaus, Basena und mürrischem Älterwerden. Auf Anhieb sind wir ganz nahe dran am echten Wien. Noch näher kommen wir, wenn wir uns hunderte Seiten die Strudelhofstiege hochblättern. Was aber wollte uns Hermiten von Todera mit seinem Großstadtroman eigentlich sagen? Wir wissen es nicht und sind auf einmal verwirrt, womöglich sogar überfordert. Wir sagen in einer Geste der Ermattung, es ist alles so kompliziert und erkennen das Wienerische daran. Was jetzt noch fehlt, ist Leid. Also schlagen wir die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek auf. Wir befinden uns am Wiener Konservatorium. Die Finger schmerzen vom endlosen Übungsdrill. Und natürlich sind wir sexuell ausgebeutet, unerfüllt und verklemmt. Auch das ein Wiener Feeling. Moment! Es muss doch auch das schöne, romantische Wien geben. Was ist mit Marina von Ingeborg Bachmann? Aber nein, im Ungargassenland der Bachmann wird ebenso gelitten. Vor allem an sich selbst. Um Himmels Willen, wo kommen wir da hin? Nach Wien? Das geht nicht. Da müssten wir vorher woanders sein, aber da sind wir ja schon in Wien. Darum lesen wir Frederick Morton, der ist gebürtiger Wiener. Ewigkeitsgasse ist zu einer Art Radetzky-Marsch auf Prolo. Apropos Josef Roth, der war auch kein richtiger Wiener. Das Wienerischste an ihm ist sein Tod, als Elender zu Tode gesoffen. Ach, schöne Leich. Dazu empfehlen wir die Legende vom Heiligen Trinker, der allerdings in Berlin spielt, und ein Doppelliter-Gebinde. Gemischten Satz, die sogenannte Zwarer-Vasen. Gemischte Gefühle mit wild gemischten Sätzen löst auch die vermeintlich angebliche Textmontage Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus aus. Es geht um den Ersten Weltkrieg, der alle Menschen hässlich macht. Deswegen sieht er den Wiener als, Zitat, Säule seiner selbst, als Wahrzeichen der staubgeborenen Lüge, den das Sterben einen Schmarrn angeht. Na bumsti. Etwas freundlicher beschreibt Adolf Hitler in seinem Bestseller Mein Kampf Wien. Das Buch handelt von einem verkrachten Pseudointellektuellen, dem die Schulbildung abgeht. Deswegen reimt er sich sein Weltbild mit dem zusammen, was er so vorfindet. Eher mau. Irgendjemand, der irgendwas schmuggelt, lässt Graham Greene in seinem Holter die Polterkriminalroman Der dritte Mann suchen. Dazu auf der nächsten Seite mehr. Es ist alles sehr verwirrend, but hey, that's Vienna. Irgendwann spielt Paul Hörbig einen Hausmeister. Für Fans die Rolle seines Lebens. Lebensmenschen mischt Irwin Yalom in seiner Dreiecksbeziehungsverwechslungskomödie und Nietzsche weinte zusammen. Dass der Roman in Wien spielt, liegt bloß an den Figuren. Im Grunde ist es egal, sie sitzen im Kaffeehaus herum. Dort gehen wir aber nur hin, wenn wir sonst vor lauter Langeweile den Fernseher einschalten würden. Denn dort würden wir den meistgelesensten österreichischen Autor sehen, Thomas Brezina. Das ist wirklich niederschmetternd. Aber irgendwie auch Wien. Jetzt geht es fortsetzen mit dem Special. Das Klugscheißer-Special dieser Rubrik. Josephine Mutzenbacher. Wir fliehen durch Raum und Zeit in die saftigste aller literarischen Parallelwelten Wiens. Zu Josephine Mutzenbacher von Felix Salten. Mutmaßlich. Es ist ja nicht belegt, dass Felix Salten tatsächlich die Mutzenbacher geschrieben hat. Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass Felix Salten Bambi geschrieben hat, dass das dann von Disney verfilmt wurde. Kennst du den Felix Salten? Du bist ein großer Schüttelreim-Fan. Wir tun dem Herrgott unsere Hände innigst falten, dass er uns gab, den See Felix Salten. Das geht ja nicht auf. Ich bin total verbockt. Du bist seligst falten, oder? Natürlich, du bist seligst falten. Aber nicht schlecht. Erstversuch. Sozusagen. Ich habe das tatsächlich das erste Mal laut aufgesagt. Es ist so mit Anlauf daneben. Ja, das kennst du ja aus dem Turnunterricht. Zum Wohle. Wir bleiben bei der Mutzenbacherin. Denn eines ist sicher, kaum erzählen wir daheim von unserer Wienreise, wird uns ein bislang als völlig bieder erscheinender Bekannter plötzlich frivol anlächeln und auf die Mutzenbacher ansprechen. Wäre es dann nicht peinlich, wenn uns die richtigen Worte fehlten?
Nachfolgend darum alles Relevante über den berühmten Pornoroman, ohne uns in Verlegenheit zu bringen, beim Lesen ein Anschwellen der primären Geschlechtsmerkmale erfahren zu müssen. Apropos Penis, der wird in der Mutzenbacher grundsätzlich als Schweif bezeichnet, was heute leider aus der Mode gekommen ist. Überhaupt ist das Buch etwas für Erotik- und Monarchienostalgiker. Müssen das Zeiten gewesen sein, als sich das Wiener Proletariat noch in den Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen der Vorstädte tummelte und seine Sexualität ganz offen auslebte. Dass sie einfach nicht zu verstecken war. Da brauchte es noch kein Internet dafür. In der Mutzenbacher finden sich Gestalten, die heute leider völlig aus dem Stadtbild verschwunden sind. Zum Beispiel ein Bierversilberer wird von Josephine gevögelt. Ein Bettgeher wird von Josephine gevögelt. Oder ein schwermütiger, sadomasochistischer Baron wird von Josephine gepeitscht und gevögelt. Soweit ist damit auch die Handlung umrissen. Das Wiener Mädel, Josephine, Baby Mutzenbacher, vögelt einfach alles, was ihr vor die Fut kommt. Und das in einem Alter, das selbst nur die Ellen die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Die Bevögelten drücken ihre Begeisterung in Worten aus, die der heutigen YouPorn-Jugend leider ebenfalls nicht mehr bekannt sind. Du Bettschier-Mädel, Jesus, na mir kommt's! So hat man halt damals pudernd das Leben genossen. Und es verwundert nicht weiter, dass sich die Wiener Arbeiterschaft angesichts dieser Idylle für eine Revolution bis 1918 Zeit ließ. Doch selbst in der Mutzenbacher zeigen sich erste traurige Zeiten der Moderne. So wird dem braven Kurator, der dem Mädchen nebst Beichte auch die Bürde der Jungfernschaft abnimmt, tatsächlich der Prozess gemacht. Immerhin aber bleibt der andauernde Inzest unbestraft. Das kennt man in post-habsburgischen Zeiten gar nicht mehr. Damit sind wir für intellektuelle Debatten über Josephine Mutzenbacher gerüstet. Und falls Bedenken aufkommen sollten, ob es für Kinder damals wirklich so toll war, schon ab dem Volksschulalter hergerissen zu werden, denken Sie daran, der mutmaßliche Autor Felix Salten ließ in seinen Büchern sogar Tiere sprechen.